Deutschland ist das Land der Ingenieure, der Wissenschaftler und speziell Frauen brauchen gerade in dem Bereich Vorbilder. Und so ein Vorbilder wirkt immer anziehend. Das schönste Erlebnis wäre für mich, wenn die erste deutsche Astronautin im All ist und dann die Mädchen sagen, hey, eigentlich ist es genau das, was ich auch machen will. Und wenn die das kann, dann kann ich das auch. Und dass die Begeisterung hervorrufen, das wäre mein größter Wunsch. Ganz früh in der Schule fand ich das unheimlich spannend. Wir hatten Naturphänomene und das war der erste Kontakt, den ich mit Wissenschaft hatte. Und da war ich total davon fasziniert und fand das super. Und das hat sich dann auch weiter gezeigt. Ich habe dann bei Jugendforscht mitgemacht. Das fand ich klasse. Und ich habe mich dann auch viel für die Astronomie interessiert und war viel draußen, habe Astronomie als Nebenfach gemacht während meinem Physikstudium und habe das Ziel nie so aus den Augen verloren. Die Vorbildfunktion von einer deutschen Astronautin ist ganz klar da, also der Symbolcharakter. Man sieht es teilweise auch schon in der Physik in manchen Fächern. Die Frauen clustern genau oder gehen genau in die Fachbereiche, in denen es schon Frauen als Vorbilder gibt. Und wenn die Vorbilder fehlen, dann fehlt auch der Nachwuchs. Und deshalb finde ich das enorm wichtig, dass man so ein Vorbild hat für Deutschland, für die MINT-Fächer und Ingenieursberufe. Ich bin selber Wissenschaftlerin gewesen, auch in einem, vielleicht eher von der Physik her, in einem theoretischen Bereich. Habe mich dann aber entschieden, in den Ingenieursbereich zu wechseln, in einen ganz angewandten Bereich der Aufbau- und Verbindungstechnologie. Und ich glaube, diese Bandbreite wird wissenschaftlich gesehen meine Stärke sein, weil ich mich einfach schnell in neue Sachen einarbeiten kann. In meiner Freizeit mache ich gerne Sport, der mit den Bergen zu tun hat. Das heißt Skitouren, Hochtouren, Skihochtouren, alpines Klettern und Sportklettern. Und da geht es immer darum, seine Grenzen zu kennen und vielleicht auch ein kleines Stückchen drüber hinauszugehen, sich selber zu motivieren und anzutreiben in einer schwierigen Situation. Vielleicht auch eine bedeutende Entscheidung dann zu treffen, aber auch das Risiko genau einschätzen zu können. Und ich finde, das sind natürlich auch körperliche Fitness, aber ich denke, das sind alles Charaktereigenschaften, die man als Astronautin mitbringen sollte. Meine Familie ist ganz dabei, vor allen Dingen meine zwei Kinder, die erzählen nur noch, sie wollen auch Astronauten werden. Und der Große hat gefragt, Mama, wenn ich groß bin, dann fliegen wir zwei zum Mond, ja? Und der Kleine ist so begeistert von der Raumfahrt, dass sie jetzt auch im Kindergarten eine Rakete gebastelt haben und als ein Schwerpunktthema eben die Raumfahrt aufgenommen haben. Mein Name ist Lisa Haas und ich möchte gern Deutschlands erste Astronautin werden.